Ich bin Anna van Kessel, ich bin bei Horváth im Bereich Sales, Marketing und Pricing tätig, habe dort als Praktikantin gestartet, bin dann Werkstudentin geworden und arbeite mittlerweile als Consultant in diesem Bereich. Neben meiner Arbeit gehe ich super gerne wandern, koche gerne zum Abschalten oder gehe im Winter natürlich gerne Skifahren. Hallo, ich heiße Georg von Barbo und arbeite bei Horváth im Bereich Controlling und Finance. Nach meinem Masterabschluss im Januar 2022 habe ich hier meinen Festanstieg begonnen. Meine Freizeit verbringe ich gerne beim Wandern in den Bergen oder in München, meiner neuen Wahlheimat, beim Entdecken neuer Restaurants. Typischerweise arbeite ich 4 Tage die Woche für Kunden. 2 davon bin ich unterwegs, entweder beim Kunden vor Ort oder bei internen Projekttreffen. 1 Tag die Woche arbeite ich typischerweise an internen Themen. Dazu gehören das Durchführen von Vorstellungsgesprächen, Erarbeiten von Studien oder natürlich die Erstellung von Angeboten. In diesem Jahr steht ein sehr wichtiger Projektmeilenstein an, auf den wir schon wirklich lange hinarbeiten. Und da freue ich mich sehr drauf, weil da sieht man mal wirklich, wie viel Impact in der eigenen Arbeit auch steckt und wie viel man bewirken kann. Außerdem steht das berühmte Horváth Camp an, bei dem wir viel Zeit zum Austauschen und Networking haben werden. Bringt euch proaktiv ein, sowohl in den Vorstellungsgesprächen als auch nach dem Einstieg. Äußert eure Meinung, äußert eure Fragen, so könnt ihr euch und das Team weiterbringen. In 5 Jahren möchte ich mich gerne persönlich und fachlich deutlich weiterentwickelt haben, was dank einer Vielzahl unterschiedlicher und abwechslungsreicher Kundinnen und Kunden und Projekten sicherlich möglich sein wird. Außerdem wird auch eine breitere internationale Aufstellung hoffentlich möglich sein, anhand vieler internationaler Projekte. Das bedeutet für mich, dass wir nur als Team wirklich stark sind. Gerade auf der Projektarbeit sind viele Einzelpersonen aktiv und nur zusammen können wir die uns gestellten Herausforderungen bewältigen. Um das zu erreichen, müssen wir uns selber und einander hierarchieunabhängig hinterfragen, um so gemeinsam wachsen zu können. Genau, was nämlich auf der Projektarbeit gilt, gilt auch für das gesamte Unternehmen. Nur als Kollektiv sind wir stark und deswegen successfully together.